Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Jurassic World Evolution. Okay, wir haben in der letzten Folge angefangen, den Indominus Rex herzustellen. Leute, ich habe jetzt... Was, die sind immer noch nicht fertig? Oha, ich hocke schon die ganze Zeit dran. Naja, ist egal. Wir haben jetzt hier im Nebengehege, wir haben hier halt nur noch einen Brachiosaurus. Und das ist irgendwie traurig. Und deswegen habe ich zwei Camarasaurus, genau so hießen die, genau wie ein Auto, so ähnlich. Und den Pari. Und die werden wir uns jetzt erstmal anschauen. Ich glaube, okay, als erstes den Savannenmuster. Komm mal raus, Kleiner. Falls er klein ist. Oh, guck mal, er hat Angst. Ach, wie geil ist das denn? Er schaut nach links. Also von ihm aus halt, ne? Oh, der sieht doch sweet aus. Leute, das ist der süßeste Brontobrachiosaurus-Langhals, den ich je gesehen habe. Oh, ist der sweet. Hä, was? Ich hab dich nicht gehört. Dieser Dinosaurier, der Camarasaurus, repräsentiert die Vielseitigkeit des späten Jura. Ja, ich hab einen Dino. Er anderen Sauropoden, hat aber einen größeren Schädel. Ja, und einen breiteren Körper so. Der sieht aus wie ein Brecher. Ich weiß nicht, der gefällt mir, der süß. Oh, okay, warte mal. Hier, wir haben einen toten Dino. Wo haben wir einen toten Dino? So ging das genau. Haben wir noch genug Raptoren? 3 Stück sollte eigentlich gut sein. Zeig mal her hier. 2. Okay, 2, das ist schon mal ganz gut. Alles klar. Aber Leute, wie sweet ist der denn? Okay, wir holen mal den zweiten raus. Der interessiert mich jetzt auch von der Farbe her. Oh, der guckt jetzt bestimmt auch nochmal nach rechts, oder? Ganz ruhig rauskommen, da tut ja keiner was. Außer ein Brachio, ich weiß nicht, was der tut. Der erinnert mich, Leute, vom Gesicht her. Kennt ihr von der unendlichen Geschichte diese große Schildkröte in diesem Sumpfgebiet, wo Atrio, ich glaube, da heißt so, wo er dann die Schildkröte anschaut? So, warte mal, der brüllt doch jetzt. Komm, wir müssen näher ran. Na, da seht ihr das? Es sieht aus wie die Schildkröte. Auch an diesen Nasenlöcher, das erinnert mich irgendwie daran. Komisch, dass die Nasenlöcher wirklich da oben sind, anstatt hier vorne. Sozial, was ist los mit dir? Ja, 2. Ich habe extra 2 Stück hergerufen. Ja. Wir werden aber nochmal einen dritten herholen. Wo warst du denn? Da. Okay, verändern. Und zwar den Steppen. Steppenmuster haben wir noch nicht. Okay, ausbrüten. Und wie gesagt, falls ich wieder so komisch reden sollte, liegt daran halt wegen Dings da, ne, was ich da habe. Aber ihr wisst ja ganz genau, was ich meine. Okay. Jetzt holen wir nochmal den Pari her. Und zwar freilassen. Scheiße, wir haben nur einen. Das ist jetzt nicht so gut. Oh Gott, du wirst mir ausbrechen. Du hast was von Vogel. Na, kleiner Sturkopf. Alles gut bei dir? Oh, die Stimme geht... Ah, da kam's doch raus. Siehst du, er ist nicht so schüchtern wie der Camarasaurus. Er ist Pachycephalosaurus. Er ist auch Pachycephalosaurus, ja. Wie einige Leute, deren Namen ich an dieser Stelle nicht nennen werde. Okay, brauchst du auch nicht. Leute, jetzt brauchen wir aber unbedingt noch 2 andere. Und zwar den Savannenmuster. Werden wir sofort herstellen. Und dann hätten wir noch, mal sehen, was haben wir denn noch? So, zack. Genau, modifizieren. Und zwar haben wir noch den Wüstenmuster. Können wir auch noch herstellen und ausbrüten. Okay, jetzt heißt es nur noch warten, ne? Aber ich denke mal, in diesem Zeitraum ist jetzt der Indominus Rex fertig. Leute, ich weiß nicht, was ich jetzt mit dem machen soll, aber ich denke mal, ich werde einen verkaufen. Den besten, der am besten ausschaut, den werden wir behalten. Aber ich glaube, das wird der Weiße sein, den wir schon haben. Naja, erstmal freilassen. So, Kollege, jetzt sehen wir dich in einer besonderen schwarzen Farbe. Oh Leute, ich glaube, wir haben einen gefunden, den wir behalten werden. Oder? Ich glaube, der sieht geil aus. Na komm, schrei mal vor uns. Ja, hast du doch gut gemacht. So, zeig dich mal. Ja, es sieht schon gut aus, aber wo befindet sich unser normale? Indominus Rex? Ah, da. Ah, Leute, ich weiß nicht. Der sieht zwar schon geil aus, aber der hier. Es sieht einfach zu geil aus, weil der so komplett weiß ist. Aber der hat auch etwas. Mal sehen, wir schauen mal weiter an. Komm her, du kannst dich wieder bewegen.
So, mal sehen. Komm, komm, komm. Ich will dich mal angucken. So, zeig mal. Der sieht schon krass aus. Der sieht schon krass aus. Aber wir haben ja noch einen. Ich weiß nicht, ob der jetzt komplett schwarz ist. Nee, nee, nee. Du kannst abhauen. Dich mag ich nicht von der Farbe her. Oder? Mal sehen. Wir schauen es nochmal kurz mal an. Ah doch, der sieht auch geil aus. Aber... Okay, ist ja gut. Okay, ACU, ihr könnt euch um diesen hier kümmern. Aber wen werden wir behalten? Okay, pass auf. Wir lassen die beiden kämpfen. Ist scheißegal, was passiert. Aber einer wird jetzt gewinnen. Und der wirklich überlebt, der darf hier bleiben. Ist egal, wer das von den beiden ist. Okay, der müsste jetzt gleich jeden Augenblick einschlafen. Aber wir warten ganz kurz mal. Na, hast du es gespürt? Es juckt ihn gar nicht. Oh, guck mal, der will Haier machen. Okay, und zwar dich werden wir verkaufen für 2 Millionen, für nur die Hälfte. Okay, wollt ihr kämpfen? Komm, wir wollen einen Kampf sehen. Ja, ich weiß. Ich weiß es. Ich weiß, du willst gewinnen. Komm, du kannst... Nein, 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 nicht hochschauen. Du musst jetzt ganz kurz... Oh, das hat ihm gar nicht gefallen. Warte mal, wie sweet sieht das denn jetzt aus? Komm mal hoch. Och, guckt euch das mal an. Oh, ist das süß. Da würde ich sogar in Dominus Rex streicheln. Da hätte ich noch nicht mal Angst. Ich würde sogar hinten drauf sitzen, ne? Und sobald ich im Gehege bin, würde ich abhauen. Alter, sieht das geil aus. Okay, wir hatten unseren Spaß gehabt. Komm, ein Bild machen. Auslösen. Okay, wir haben ein Bild. Okay, was macht ihr jetzt? Wir haben einen toten Dino? Transport? Aber wo? Transport hat begonnen. Okay, keine Ahnung, was da ist. Sollen sie ruhig ausbrechen? Wir haben jetzt einen Kampf vor uns. Jo, sie kämpfen schon. Okay, nice, nice, nice. Runter, runter, runter. So, nice. Okay, wir sind auf jeden Fall... Auf welcher Seite seid ihr? Auf den schwarzen oder auf dem weißen? Ich bin auf dem weißen. Er wird es auch machen. Sie wird es machen. Na komm, Baby, komm. Zeig, was du kannst. Komm, ich weiß, Schatz. Du schaffst es. Komm. Komm mal, Baby. Pack ihn dir. Oh no. Das darf nicht wahr sein. Oh Gott, sind die gleich stark? Ich weiß es nicht. Oh Gott, das ist gar nicht gut. Na komm, Baby, greif an. Oh Gott. Sie darf nicht sterben. Yes. Okay, bitte greif noch einmal an. Sofort hinterher. Sie blutet gar nicht, aber sie blutet schon. Ach no. Na komm, was macht ihr? Die hören auf. Okay, die hören kurz auf. Deswegen, ein Ranger muss sich um sie kümmern. Na komm, damit es Gleichstand ist, werden beide geheilt. Bestätigt. So, und hier hätten wir jetzt nochmal. Komm, das müssen... Was immer da auch... Ach, der Brachio ist da. Okay, wir hätten jetzt hier nochmal einen Pachi. Komm mal raus, Kleiner. Wir wollen dich nur von der Farbe her betrachten, ne? Komm, 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 komm. Toter Dino. Na super. Der sieht schon sweet aus. Was die für einen breiten Hals haben. Krass. Okay, müssen sie auch haben, weil ihr seht ja seinen Sturkopf, ne? Seinen komischen Kopf. Und, ja, ich weiß halt nicht, was sie da mit gerammt haben, aber es scheint hart zu sein. So, okay, die haben sich eher damit bekämpft, oder? Ich denke mal, so wird das schon gewesen sein. Na, was los? Wolltest du was zu trinken haben, oder was? Ach, sind... Alter, der hat Zähne? Solche Zähne? Okay, ich hätte eher gedacht, dass... Okay, Bronto hat ja auch so eine Zähne, oder? Ich denke mal schon. Okay, mal sehen. Was geht jetzt hier ab? Oh, Geborgenheit, das ist gar nicht gut. Ich hoffe, die brechen nicht aus. Aber, so wie ich unseren Indominus Rex kenne, brechen die aus. Aber ist egal. Wir haben hier noch was anderes vor. Und zwar hier. Ein Kano wird geboren. Jetzt bin ich gespannt, wie die ausschauen. Oh, es fängt da sogar an zu regnen. Und wie schnell die rauskommen. Das ist Diablo. Ja, mein Kleiner, was... Ach, diese kleinen süßen Arme, ne? Och, die tun mir immer so leid, was die für kleine Arme haben. Ein T-Rex hat schon kleine Arme. Aber ein Kano wurde echt gehänselt. Der Carnotaurus
Wurde in Argentinien entdeckt. In Argentinien, okay. Der Name bedeutet fleischfressender Stier. Als ob ein normaler Stier nicht gereicht hätte. Nee, anscheinend nicht. Okay, warte mal. Sozialität ist jetzt sehr, sehr wichtig bei ihm. Oh, ich kann manchmal diese W-Wörter und so nicht aussprechen. Das ist krass, ey. So, und jetzt kommt der andere. Na, wie siehst du aus? Komm her, das Wetter passt perfekt zu euch. Ihr seid der Teufel höchstpersönlich. Der sieht doch geil aus. Der sieht richtig geil aus. Ich glaube, dazu was. Uiuiuiui. Der hat was Rotes an sich. Aber es regnet noch. Wir können es nicht richtig sehen. Okay, nice. Das gefällt Ihnen schon mal. Unterhaltet ihr euch? Komm. Ihr müsst doch reden. Ein bisschen talken, oder? Alter, sein Skin ist Bombe. Aber die lächeln, oder? Schaut euch das mal an. Hey, El Diablo ist er geboren. Nice. Guck mal, zack. Hätte ich ein perfektes Thumbnail eigentlich, oder? Vielleicht nehme ich das sogar. Ich glaube, das könnte sehr gut sein. Aber vielleicht können wir den ja auch noch reinkriegen. Sag mal, wie schaust du denn aus? Ach, kleiner. Schade, wir hätten das Regengut benutzen können. Aber nice. Was das für eine Grafik hat. Das ist unglaublich. Da sollte sich mal Ark eine Scheibe abschneiden. Weil, wenn es in Ark regnet, soll es auch so ausschauen. So, wir schauen uns die ganz kurz weiter an. Na, Soundeffekt. Wir lassen sie jetzt ganz kurz mal... Ja, Dino-Bedrohung. Wir schauen uns gleich mal die Bedrohung an. Wir haben ja jetzt noch Ruhe vor denen. Okay, so. Könnt ihr jetzt mal ein bisschen talken oder so? Oh, guck mal, da ist eine Ziege. Hat schon eine gegessen, oder was? Irgendwas Weißes hatte der gerade im Maul gehabt. Ich weiß es aber nicht. Ja. Ist egal. Kollege, da hinten ist Frischfleisch. Da wird's... Da. Ja, wir können zugucken. Komm, push dich ran. Ja, das machst du gut, Diablo. Na komm, und? Habt ihr die Ziege gehört so richtig? Oh, scheiße. Ziege, das tut mir leid. Das tut mir echt leid. Auch für deine Schwester oder dein Bruder oder was es ist. Es tut mir echt leid. Ich glaube, das sind nur Männer, oder? Weil, ja doch, das müsste... Na, was machst du? Willst du auch jagen? Oh, El Diablo holt sich dann die nächste Ziege. Und? Ach, Kleine, es tut mir leid. Es passt aber kaum in den Maul rein. Okay, da wir jetzt hier schon genug geschaut... Nein. Du hast dich, glaube ich, verlaufen, oder? Warte mal ganz kurz. Da müssen wir ganz kurz, zack, Aufgabe hinzufügen. Zack und zack. Ist noch etwas hier? Nein. Ach, Leute. Wir müssen mal auf jeden... Oh, das hast du gut gemacht. Du kannst sogar noch ein... Warte mal, wir schauen uns als erstes noch einen anderen Indominus Rex an. Weil der ist bestimmt jetzt gleich Mensch. Da können wir es genau anschauen. Was ich noch ausprobieren wollte. Indominus Rex in Raptoren... Genau, Raptoren in Indominus Rex Gehege. Das können wir ja gleich nochmal testen. Alter, der hat gerade ein schwarzes Auge gehabt. Der ist von Dämonen besessen. Und komm, schnapp dir einen, Kollege. Oha! Bye, bye, Kollegen. Bye, bye. Ihr habt kein... Hast du was gefunden? Warte mal. Die greifen... Ach, der pennt schon. Ach, schade, dann schafft er das ja gar nicht mehr. Oha, seine... Habt ihr sein Kinn gesehen? Also seinen unteren Gewiss? Der hing so hin und her, also richtig... Oha, jetzt packt er sich. Oh, Girl, es tut mir leid. Goodbye, sayonara. Okay, nice. Den werden wir jetzt aber verkaufen, weil wir können das jetzt nicht verantworten. Ne? Wir wollen ja kurz gucken, ob Indominus Rex mit Raptoren in ein Gehege leben können. Das wollen wir uns kurz anschauen. 1 Million nur noch. Naja, immerhin etwas. So, und zwar hier jetzt Raptoren noch hin. So, Freunde, nun ist es soweit. Und zwar die Raptoren kommen jetzt raus. Okay, aber jetzt bin ich gespannt, wie die auf den Indominus Rex reagieren. Weil eigentlich im Film waren sie ja Freunde. Sind sie das hier auch? Okay, Geborgenheit geht hoch. Das ist sehr gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, der haut gleich ab. Ey, du brauchst... Ach du Scheiße. Okay, was machen sie? Okay, er zeigt schon mal, dass er der Boss ist. Oha, mal gucken. Er ist unter dir. Ja. Okay.
Holy shit! Ihr läuft beide in eine falsche Richtung. Die laufen alle in den Wald rein. Okay, das heißt, wir müssen warten, bis die kommen. Ich glaube, die trauen sich noch nicht so wirklich. Oh, Leute, ein Raptor kommt. Da! Na, was macht ihr? Okay, die sind noch keine Freunde. Also so nehme ich es gerade an. Es sind keine Freunde. Aber was machen die jetzt zusammen? Töten die sich oder machen die jetzt gar nicht? Da! Na komm, ihr könnt jetzt reden. Komm, ihr spricht beide dieselbe Sprache. Oh, oh Gott, guck mal, wie er faucht. Och, der kleine Süße. Oha. Alter, Leute, das ist ein Bild. Das ist ein Bild, das ist heftig. Na, komm ich da nicht hin? Alter, schaut euch das mal an. Wie krass ist das denn? Oha, der Raptor sieht echt böse aus. Aber was machen sie? Okay, die machen nichts. Nee. Okay, Leute, anscheinend wirklich Raptoren und Indominus Rex können zusammenleben. Also hier geht auch nichts runter. Ist alles in Ordnung. Das ist ja geil. Ich weiß, 500.000, bla bla bla. Ja, ja, Karl, ciao. Ist einfach zu gut. Okay, machen die jetzt noch irgendwas oder gar nichts mehr? Okay, Freunde, anscheinend passiert gar nichts. Also es ist auf jeden Fall so, dass er dominiert. Also, ich denke mal, er verscheucht die manchmal. Aber ich werde noch mehr Raptoren herstellen. Mal gucken, was passiert. Und die hier, die Carnotaurus. Oder Carnotauren, genau. Das ist die Mehrzahl. Die werden wir uns auch nochmal genauer anschauen. Und den Indominus Rex, weil ich will mal mit der Karre da reinfahren. Und ich habe ja noch nicht ausprobiert. Ihr meintet ja, wir müssen mit dem Auto halt in der Rampe hochfliegen. Und wir müssen ja 4 bis 5 Sekunden in der Luft bleiben. Innerhalb 20 Sekunden. Und das will ich auch nochmal testen. Ne? Aber das probieren wir erst in der nächsten Folge aus. Na Leute, auf jeden Fall war es das erstmal wieder von einer weiteren Folge Jurassic World Evolution. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und wenn sie euch natürlich gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Kommi und ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal.